Ja, Hallöchen und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Play. Mein allererstes Let's Play, daher möchte ich ganz besonders alle Zuschauer hier begrüßen. Wir werden heute anfangen, ein Spiel zu spielen mit dem Namen Hard Reset. Ein Ego-Shooter erschien Mitte 2012, war nicht ganz so erfolgreich und ist deshalb bei Steam jetzt zu einem relativ günstigen Preis zu haben. Das heißt, jeder, der Interesse hat, der kann da ja einfach auch mal reinschauen und sich das Ding zulegen. Ja, also dann denke ich mal, fangen wir auch gleich an mit einem neuen Spiel. Ich habe alle Einstellungen schon soweit getan. Wir fangen eine wunderbare neue Kampagne an. Und zwar auf dem Schwierigkeitsgrad normal. Januar 2436. Sektor 6. Europäischer Bezirk Bison. Wenn die Schicht vorbei ist, brauche ich etwas Gesellschaft. Ich trinke nicht gern allein. Ein Tag wie der andere. Ich bin ein stolzer Soldat der Corporation. Für die PR-Abteilung sind meine Kameraden Wächter des Heiligtums, Verteidiger Bisors. Lustig. Mir geht's um die Kohle. Wir verteidigen das Heiligtum. Ein Netzwerk, das Milliarden digitalisierter menschlicher Persönlichkeiten beherbergt. Die Maschinen sind unser Feind. Die Intelligenzbestien der Corporation haben eine Theorie. Sie glauben, die aktuelle KI sei in ihrer Evolution begrenzt. Das Heiligtum bietet den Maschinen die Möglichkeit, diese Grenze zu überschreiten. Wieder Überstunden. HQ. Mehrere Tote in Sektor 6. Schickt Verstärkung. Verdammt nochmal, sind Sie blind? Mindestens 7 Tote. Kein Sichtkontakt zum Feind. Ja, das war wohl die Trap. Der Sektor ist gefährdet. Begeben Sie sich zur Einbruchstelle, um sie zu untersuchen und sichern Sie Beweise. Ja, vielen Dank. Das war, glaube ich, soweit die fast trashigste Intro-Sequenz, die ich je gesehen habe. Ich finde es aber wiederum relativ lustig. Ja, wir sind hier der obercoole Fletcher. Wir können uns hier ein bisschen bewegen. Die übliche normale Steuerung. Wir haben auch 2 Waffentypen. Genau, und zwar einmal haben wir hier die Energiewaffen und einmal haben wir hier die relativ normalen Projektilwaffen, wo ich ja zugeben muss, dass das auch meine bevorzugte Waffengattung ist. Und hier sehen wir schon, wir haben hier Gegner. Wie ihr wahrscheinlich in der Intro ja mitbekommen habt, natürlich, sind unsere Gegner also Maschinen, die eine quasi KI haben, beziehungsweise diese KI ist wohl ein bisschen aus dem Ruder gelaufen, sodass jetzt wir ein kleines Problem damit haben. Boah, verdammt! Das war ja, die hat mich ja quasi verfolgt, diese Flasche. Ja, wunderbar. So. Ja, hier sind wir eigentlich noch im Tutorial. Also alles noch gar nicht mal so schwer. Das Besondere in diesem Spiel, einerseits hier diese Pickups, das ist eine Art... Das ist eine Art Währung. Mit dieser Währung können wir uns an Upgrade-Automaten, können wir uns Modifikationen für unsere Waffe und quasi auch für uns selbst holen. Und
das andere Besondere, die Umgebung hier ist relativ explosiv. Also überall sind hier irgendwelche explosiven Gegenstände und die sollte man in Kämpfen auch möglichst benutzen. Das macht einem das Leben einfach schon wesentlich leichter. Und es gibt hier in den Leveln auch jeweils einige Geheimnisse zu entdecken, also sollte man sich auch mal umschauen. Es lohnt sich auf jeden Fall, damit man alles auch wirklich mitbekommt. So, zum Beispiel hier hinten direkt. So, na dann geht's jetzt mal richtig los hier, Leute. Ach nee, wir gucken doch erstmal Nachrichten. Aber irgendwie tolles Logo, aber so viel tut sich da auch nicht. Dann schauen wir mal weiter. Man sieht schon, hier in der Stadt ist relativ dystopisch angehaucht, um es mal so zu sagen. Ziemlich dreckig alles, ziemlich verkommen. Oh, da sind ja Feinde. Mistviecher. Die springen einen an mit ihren kleinen Sägen hier. Das ist nicht unbedingt was sehr Schönes. So, und überall sehen wir hier auch Werbung, dass man jetzt sein Leben verlängern kann, beziehungsweise seinen Geist konservieren lassen kann. Das ist eben dieses... was auch immer das gerade war. Das ist eben nämlich genau dieses Heiligtum, was angesprochen wurde mit den konservierten Seelen. Jetzt gibt es auf jeden Fall eine weniger. Da ist auf jeden Fall was Größeres da drin, aber wir kommen da noch nicht hin. Also müssen wir uns erstmal weiter umschauen. Da ist auf jeden Fall was Größeres. Geh mir weg, hier, weg, 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 weg. Au, verdammt. Sie müssen die Energiebarriere. Also ich habe das Spiel zwar schon ein bisschen gespielt, aber ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin noch sehr eingerostet. Deshalb vergebt mir bitte, dass ich hier noch ein bisschen tölpelhaft rumhüpfe. Das wird sich hoffentlich im Laufe des Spiels noch etwas legen. So, unsere Aufgabe. Begeben Sie sich zur Einbruchstelle. Dieser Sektor ist gefährdet. Begeben Sie sich zur Einbruchstelle, um sie zu untersuchen und sichern Sie die Beweise. Deaktivieren Sie die Energiebarriere. Sie müssen die Energiebarriere deaktivieren. Folgen Sie den Kabeln und finden Sie die Stromzufuhr für das Steuerpult. Das wollen wir doch gleich mal machen. Dieses Kabel ist doch wirklich sehr dezent mitten auf der Straße verlegt. Auch besonders sicher. Und wir sehen hier gerade, hier ist so eine fast schon Sollbruchstelle. So, ich hoffe, der war versichert. So, hier oben sehen wir schon, haben wir auch solche explosiven Dinger. Damit können wir uns auch Zutritt verschaffen. So, dann schalten wir mal diesen Generator hier aus, beziehungsweise generell diese Steuereinheit. Damit deaktivieren wir auch das Energiefeld. Oder haben zumindest jetzt Zugriff auf die Konsole, um das zu tun. So, dann gehen wir jetzt mal durch. Es wird gespeichert, wunderbar. So, dann schauen wir uns erstmal hier ein bisschen um. Hier sieht man schon wieder, hier ist wieder was Explosives. Boah, was ist das denn? Fuck.
So, die grünen Kugeln sind Heilung. Wie man sieht, brauche ich die auch schon ganz dringend. Puh, das kam jetzt ein bisschen überraschend. Ich habe das erst auf der leichten Schwierigkeitsstufe angespielt. Das heißt, hier gibt es wohl doch ein paar mehr Gegner auf der normalen Stufe. Die sind also nicht nur härter, es sind auch mehr davon da. Ha, sehr schön. Wir haben jetzt genug von dieser komischen gelben Währung gesammelt, dass wir uns ein neues Upgrade leisten können. Noch haben wir allerdings keinen solchen Upgrade-Automaten gefunden. Hier stehen zum Beispiel... Genau, hier stehen zum Beispiel viele Verkaufsautomaten rum, die uns hier mit Werbung rund um 180 Grad quasi bombardieren wollen. Damit können wir aber nichts machen. Die sind an sich nur dazu da, dass wir die zerstören können und damit auch Gegner vernichten. So, ich muss mal ganz kurz schauen, wo geht's denn jetzt hier lang? Ein alter Polizeiwagen. Ich finde das Design der Wagen allerdings schon ziemlich geil. Also mal abgesehen davon, dass man da wohl kaum irgendwas draus sehen kann, aber echt schon nicht schlecht gemacht. Hier haben wir wieder einen schönen großen Packen an Geld, irgendwas. Ja genau, wir sollen keine Sicherheitskameras zerstören, die sind nur zu unserem Schutz da. Ah, ich habe hier noch was viel Schöneres zu meinem Schutz, nämlich genau in meiner Hand. Na toll, wollte ich mal ein bisschen stilvoll hier die Viecher killen. Hat leider nicht ganz funktioniert. Beim nächsten Mal vielleicht. Ich kann ja einfach mal spaßeshalber die andere Waffe nehmen, das ist so eine Art Energieblaster. Mal gucken, ob der was besser hilft. Ich habe irgendwie gehört bzw. gelesen, dass die Energiewaffen wohl ein bisschen effektiver gegen die Maschinengegner sein sollen. Letztendlich, verdammt. Okay, wir müssen jetzt die Stromquelle dieser Anti-Waffen-Barriere zerstören, weil sonst kommen wir hier mit unseren Kanülen nicht durch. Wo war ich jetzt stehen geblieben? Ja genau, also ich habe das mit den Energiewaffen, die Effektivität, dass die jetzt wirklich höher sein soll, habe ich beim Anspielen nicht wirklich bemerkt. Aber wer weiß, man kann sich ja durchaus irren. So, ich muss mal kurz gucken. Ich glaube, hier kommen wir auch nicht durch. Genau, wie kommen wir denn da jetzt weiter? War hier hinten irgendwo... Da geht das Kabel lang. Na, mal schauen. Irgendeine Lösung wird es ja auf jeden Fall geben.